So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Video hier unserer Ostern-Osten-Tour. Unserer Ostalgie-Tour. Unserer Osten-Tour. Der Osten ist wieder vertreten. Ich war schon Brötchen holen heute Morgen, habt ihr ja gesehen. Der Westen war schon und um 11 macht das Museum drüben auf. Die automobile Welt Eisenach, da wollen wir natürlich nachher noch rein. Jetzt gibt es erstmal was zu schnubbeln. Draußen nieselt's, also alles wie immer. Dafür war es gestern schön. Haben wir uns eigentlich gestern die Nase verbrannt? Nee, ne? Keiner. Ne? Ne, das geht. Ja, du siehst immer. Ah, gestern lange in der Sonne gesessen draußen. Ja, Stellplatz Romantik. Heute Morgen 7:15 wurde dann nebenan die Gasflasche gewechselt. Ich sag ja, wir sind eher für den Freistehen. Am Arsch der Welt. Von mir aus auch auf einem Parkplatz vor einem Kriegsgräberdenkmal. Aber Hauptsache man hat Ruhe. Guten Morgen. Was ist? Nix. Er löffelt da wieder in seinem Nutella-Glas. Ja. So, dann laufen wir jetzt mal. Offenes Oldtimer-Treffen zum Saisonstart ist hier heute auch noch an der Automobilwelt in Eisenach. Haben wir eben mal ein bisschen recherchiert. Ist wohl eine Erinnerung an die Schließung des Werks im April 91. So, das hier ist eine Doppelkurbel-Kniehebel-Tiefziehpresse. Keine Ahnung. Ja, hier kommen jetzt die Oldtimer. So, jetzt gehen wir als erstes mal ins Museum. Draußen, das füllt sich noch. Da steht kein Eingang. Da steht Eingang drüber. Dankeschön. Hier mal ein Überblick über das ehemalige Automobilwerk in Eisenach. So sah das damals aus. Hier das Eingangstor, das steht noch. Und da hinten, da sind wir jetzt drin, hinten in der 13. Das hier steht auch noch. Ja, und irgendwo da hinten an der 2, 3, das ist jetzt der Wohnmobilstellplatz. Ja, und hier sieht man so ein bisschen die Problematik dieses Werks, weshalb es dann noch zum Neubau kam, außerhalb von Eisenach. Halt wirklich eingefärscht zwischen der Bahnlinie, der Stadt und da oben so noch ein Fluss. Also da war keine Möglichkeit in irgendeiner Richtung mal zu expandieren. Ja, und Opel baut jetzt ein Hybridmodell hier in Eisenach. Das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, ne, hier in der Region. So ein Werk wie Opel dann mal weggeht,
Einmal mittlerweile bei Stellantis, ja nie weiß, in welche Richtung das alles geht. So, normal kostet der Eintritt hier 9 Euro. Wir zahlen heute an diesem Sonntag nur 5. Und jetzt gehen wir mal aufs Freigelände. Da ist einiges noch zu sehen. Allerdings nur heute, ne? Und ich kann mich noch erinnern, 89 in meinen ersten Fiesta. Ha! Mit der Stichsäge. Ja, das Dach eingebaut. Ah, ist das geil hier. Ja, seht's mal nach, wenn ich hier jetzt ein bisschen mehr filme, müsste man vielleicht zur Not vorspulen, aber ich find's total geil. Aber dass wir den Tag hier heute noch erwischt haben, ne, wussten wir gar nicht. Wir haben heute Morgen nur gedacht, was waren hier so viele Oldtimer darüber? Hammer. Ja, allein vor dem Auto hier will man sich schon beknien, ne, als Motorsport-Fan. Ja, man natürlich sieht, wer den gefahren hat. Geil. Also mein Lieblings-Ossi, ne, stellt sich reflexartig aber generell an jeder Schlange an, die es gibt und fragt dann so nach der Hälfte der Schlange, für was stehen wir eigentlich an? Aber hier gibt es Thüringer Bratwürste. Coole Veranstaltung hier heute. Ja, ja. Einkäufe netto erledigt, jetzt jedet weiter. Weiter. Brauchen irgendwo noch Asbach. Da kommt Nachschub. Erreicht. Oh. Ach so, jetzt habe ich natürlich vergessen, den in die Waage zu stellen. Das muss ich gleich noch machen. Schaffen wir noch. Alles gut. Ja, ich glaube, ein Zehner die Nacht hier, der Stellplatz. Aber auch ohne irgendwelche Infrastruktur, glaube ich. Aber halt schön mitten in der Natur. Ne? Tja, ich sag gerade, faul im Grenzstreifen rumsitzen, das hat er mal beruflich gemacht. Ne? Ach, ist das nicht, wie sagt man, ist das nicht dekadent?
dann so ist oder nicht, zeigt uns dann Licht. Jetzt will ich mal wieder die Markise reinfahren. Die war noch quatschenass vom letzten Wochenende. Und ich glaube, dann können wir uns mal einen Asbach Cola gönnen, ne? Ist ja noch vier. Ist noch vier. Ist aber Gott gelogen, ne? 4:10, aber. Oder? Jo. Ja. Egal. Hauptsache, die Markise ist wieder trocken. So, der liebe Nils hat mal wieder mit seinem 3D-Drucker gearbeitet und hat uns das hier geschickt. Und er meinte natürlich direkt, für Patronen. Man könnte es denken. Nee, ich zeige euch jetzt, wofür das gut ist. Da ist so mein Gelumps drin in der Kiste. Und da so unten in der Ecke, ne, da liegen die hier. Na, merkt ihr was? Ordnung. Ein bisschen mehr Beifall hier aus dem Publikum, ne? Danke. So sieht das aus. Was ein Durcheinander. Ach, die Sonne. Hey, wir werden mit dem Kaltgetränk. Ich habe Eiswürfel gemacht. Tja, wer räumt das Gelumps jetzt wieder ein? Ich wahrscheinlich, ne? Sagen, sie sind alle weg. Ich mache jetzt mal den Highfire fertig. Jetzt kommt der Kollege von der Patrouille zurück. Das ist mal ein Kolonnenweg abgegangen. Aber ich hole jetzt mal das Gerät raus und dann machen wir mal Feuer. Also du holst den Highfire raus. Ja, natürlich. Also. Schon einiges mitgemacht hier. Also immer sachte mit Schrauben und was auch nicht gut dem Ding bekommt, ist angeblich wohl Asche und Feuchtigkeit. Also in Kombination. Ne? Weil da sind jetzt mittlerweile schon echt ganz viele Löcher drin. Ja, ich habe ein neues zu Hause, aber das hier wird noch so lange benutzt, bis es auseinanderfällt. Genau. Du hast, dort hast du, guck mal, dort hast du einen stationären stehen. Dirk. Hier rechts hinter uns. Da steht ein stationärer. Oh. Okay. Da musst du wahrscheinlich nicht mehr bücken beim Wagen. Wir haben einen Hauklotz gefunden. Wie man nicht braucht. Was mit deinem Holz? Heute Abend wird geräuchert. Was machst du denn jetzt? Oh oh.
machst du da? Ich versuche mal, das Pfannenbrot da drin zu machen. Gleich ist es schwarz, das Brot. Herr Genosse Hecker? Was denn? Das Brot. Warum ist das Brot denn schwarz? Ja, noch nicht. Ach, guck mal. Ha. Quatsche. Mit dem Finger. Also, wir haben ein wunderbares Plätzchen gefunden. Direkt an der Grenze. Da kommt auch die Chefin. Kuckuck. Mag noch jemand Glühwein? Achso, ich dachte Pudding. Nee, Glühwein? Nö. Du hast ja keinen Pudding gekauft. Wir haben gar keinen Pudding gekauft, genau. Nee, ich hatte ja die Hände voll. Moment nicht. Holz haben wir auch genug. Und jetzt setzen wir noch ein bisschen dösig hier rum. Ja, die all 14-tägliche Erinnerung, das Luftpolster zu wechseln. Und wenn ihr euch jetzt genau wie ich fragt, was soll denn das? Ich musste auch in der Bedienungsanleitung nachgucken, ne? Weil ich habe überlegt, von Luftpolster, wo kriegst du das jetzt her? Kann man das bestellen? Oder? Nee, da musst du alle 14 Tage etwas Wasser ablassen aus der Alde und dann jo, wieder neu entlüften. Und so tauscht man das Luftpolster. Das mache ich jetzt mal. Schritt 1, Wasserpumpe. Aus. Dann irgendeinen Hahn öffnen. Bis nichts mehr kommt. Dann muss man erstmal ganz kurz öffnen, so eine Minute. Ja, plätschert das. Ja, jetzt wieder Pumpe an. Und den Eiertopf befüllen. Rüttelt jetzt ein bisschen und dann war es das schon. Und dann haben wir die Fehlermeldung. Wegklicken. Das war's. Und heute mal wieder ein wunderbares T-Shirt. Das ist unglaublich. Ja, jetzt hier wird mal Frühstück und dann gehen wir mal ins Museum. Und wir kriegen noch eine Privatführung an der Grenze. Man köpt, würde ich sagen. Ein Kleber. Ein Kleberkleber. So, und unter der fachlichen Anleitung eines ehemaligen Soldaten der DDR-Grenztruppen gehen wir dann jetzt mal ins Grenzmuseum. Wieso zeigst du mir einen Mittelfinger, du Blödmann? Ich hab dich gelobt. Mann, wie man es macht, ist es verkehrt. Okay, bei dir doch auch. Ja, bei mir ja auch. Stimmt. Ja. Alte Wie, ganz genau. Die Volksarmee an sich hat es. Und die Volksarmee an sich halt. Gell? Ja. Die Grenzer nicht. Aber die Grenzer hatten keine Uris gehabt. Aber gewesen, ja, ne? Mhm. Das ist in Gas 69. Gas 69, ja, genau. Der Vorgänger vom UAS. Guck dir die Pfeife an. So, wenn jetzt alle drin sind, dann werden hier noch Rundflüge angeboten. Nee, das ist natürlich Quatsch. Aber mit dem Ding wollte ich auch nicht mehr fliegen. Alter Schwede. Ja. Die schönen Bezüge sind schon von später, denke ich. Also ist ein bisschen wahllos zusammengestückelt, sagt der Kollege gerade. Dann so ein paar Exponate, die man hier zusammengestellt hat, aber es ist hier nicht so wie an manch anderem Grenzmuseum, wo die Originalgrenze noch steht. Ne? Das ist doch typisch Ostbahn. Das ist doch typisch. Geh nochmal mit dem Hacker. Ah, das war eine kleine Runde durchs Grenzmuseum hier in der Nähe von Bad Soden-Allendorf, Schifflers Grund. Also ganz interessant gemacht, vor allen Dingen, wenn du natürlich jemanden dabei hast, der noch Geschichten und Geschichtchen erzählen kann aus der Zeit, noch live erlebt hat und auch diesen Wahnsinn miterlebt hat, den man hier betrieben hat, um die eigenen Bürger im Land zu halten. Ne? Weil umgekehrt, wer wollte da freiwillig rein? Ne? Gab's aber auch. Jo, jetzt haben wir 12 Uhr durch. Ich denke, jetzt können wir bei dem schönen Wetter uns noch ein bisschen gemütlich drüben hinsetzen.
Also rentiert sich auf jeden Fall. Eintritt 5 Euro. Wenn er auf dem Campingplatz, sage ich schon, auf dem Stellplatz hier steht, gibt es nochmal 10% Rabatt. Und für die Übernachtung hier 10 Euro. Völlig okay. War auch super ruhig. Und hier fliegen schon die ersten Bienen. Der Frühling kommt. Also wir haben ja richtig Glück mit dem Wetter heute am Ostersonntag, ne? Unfassbar. Ja, wir sitzen hier seit 2 Stunden gemütlich rum. Quatschen dumm Zeug. Also ein völlig normaler Sonntag. Heute Abend werden wir was grillen. Also, Grunde, da könnt ihr jetzt abschalten, ne? Passiert nichts mehr. Den Hi-Fi anmachen. Ah, es ist so schön. Wirklich, mit dem letzten Wochenende haben wir echt ein dermaßenes Glück. Traumhaft. Jo, da haben wir den Oscar. Keine Sorge, wir sind nicht auf den Hund gekommen. So, Thüringer verabschieden sich. Die fahren jetzt heimwärts. Wir räumen jetzt hier gleich mal auf und dann machen wir Feuer anmachen. Und wo läuft Musik? Ah, da kommt das Holzdeckelchen wieder zum Einsatz. Feuer machen? Oh, dann ab. Ich wüsste, wie eine Crème Brûlée gemacht würde, würde ich das Ding auch mal artgerecht halten, ne? Aber ich kann nur Vanillepudding. Nee, bad schön. Tja, liebe Conny, lieber Jens, danke für euren Besuch und das Mitbringsel. Thüringer Rost. Also jetzt mal ernsthaft, Leute, ne? Nur mal so unter uns. Ich sag jetzt mal nichts. Und das sind echt so geile Stellplätze hier. Ne? Hier kannst du schalten und walten, wie du willst. Zahlst deinen Zehner. Fertsch. Ja, und hier, das scheinen wohl die Überreste des alten Kfz-Sperrgrabens zu sein, sagt zumindest der Kollege hier. Wie gefällt euch dann Campo Volo Grau? Hm? Hat er doch schick hingekriegt, die Kiste, oder? Mit dem Dachträger da oben. Noch ein paar Lightparts leuchten da oben dran. Schick. Da gibt es nichts. Tja, allein die Delta-Felgen. Wow. Das sieht auch gut aus. Da können wir gleich loslegen. Ne? Das sieht doch mal gut aus, oder? So, Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Morgen. Ist das ruhig hier? Man will gar nicht laut reden. Ne? Ja, ich glaube, man kann es erkennen. Wir haben uns gestern ganz schön die Rübe verbrannt noch. Aber es ist traumhaft, ne? Ja, ich habe auch irgendwie gestern Abend nichts mehr gefilmt. Und ein bisschen am Lagerfeuer gesessen, ein bisschen ösig, Holz verbrannt. Das habt ihr schon so oft gesehen. Genauso wie jetzt gleich das Frühstück. Aber mal ein bisschen gelüftet heute Morgen. Es ist so herrlich hier. Ja, das ist nicht mehr weit von hier, auch dann Richtung Harz. Ne? Also Göttingen ist 40 Kilometer, glaube ich. Und dann hat man es nicht mehr weit bis in den Harz. Ne? Aber leider müssen wir heute wieder in Rheinland zurück. Sonst würde ich direkt mal durchfahren. Küffhäuser, Nordhausen, Quedlinburg, Weiningerode. Also ich hätte noch Ideen für die nächsten paar Wochen. Ne? Da schläft er nämlich noch. Mal Highfire weg, mal die Stühle weg. Mal die ganze verrauchte Dreckwäsche da hinten mal in den Heckstauraum gewaschen werden kann. Ja, Holz ist auch alle. So, Außendienst beendet. Jetzt geht es in den Innendienst. Also Frühstück. Also mit dir? Ich habe kleine Süßerchen. Hat dein Husten. Da kleine ist auch ein rotes Näschen. Ein rotes Stück. Oh wei. Trotz Creme. Heutige T-Shirt wird Ihnen präsentiert von Niemand ist perfekt, aber als Ossi ist man sehr nah dran.
Richtig. Mein Gott. Sitz. Sitz. Gibt heute keine bunten Eier, gibt keine nur bemalte Eier. Claudia wollte unbedingt mal wieder über einen Kolonnenweg fahren. Oh, mal gucken, ob die Aufnahmen was geworden sind. Mal schauen. So, jetzt wird sich hier gleich mal verabschiedet. Und dann fahren wir jetzt ein bisschen anders. Wir fahren jetzt über Kassel. Weil unten A4, Bad Hersfeld, waren doch einige Baustellen. Wir fahren jetzt hier oben rum. So, die drei Rotnasen sagen dann jetzt hier erstmal, macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Ihr hattet ein bisschen Spaß hier am Osterwochenende mit uns drei lustigen Gesellen. Wir hatten ihn auf jeden Fall und jetzt fahren wir mal Richtung Kassel. Du Richtung? Ich fahr Richtung Karl-Marx-Stadt. Ja, die Stadt mit 3 Ö. Und wir sehen uns sicherlich irgendwie gleich noch mal im Auto wieder und den hier. Auch bald. Irgendwann auch noch. Irgendwann auch wieder. So, gute Fahrt. Ja, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut heim. Tschüss. Tschüss. Gewesen sein. Das ist eine schöne Route hier von Bad Soden-Allendorf Richtung Kassel. Ja, hübsche Örtchen. Eine schöne kleine Fachwerk-Örtchen, wo wir jetzt natürlich nur durchgefahren sind, aber da gibt es auch noch einiges zu sehen auf der Strecke. Und wir fahren jetzt ein kleines Stück Autobahn, Baunatal und dann Landstraße Richtung Marburg. Und dann sind wir irgendwann heute Nachmittag zu Hause. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, wir auf jeden Fall, ne? Jo, auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, dann lasst einen Kommentar da, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause mit Wochenendtouren und dann haben wir schon das erste Mai-Wochenende. Da haben wir auch schon so eine Idee. Also, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.